Tja, und für uns, unser Kaffeepuls-Experte und unser Kaffeepuls-Kollege Florian Danner ist schon live vor Ort. Und da müssen wir gleich mal den Flo fragen. Sind die Holländer schon euphorisch in ihrer Nationalfarbe, die Oranje sozusagen, oder gehen sie es eher gemächlich an? Flo Danner. Die ersten Anzeichen vom Oranje-Fieber sind schon ein bisschen zu sehen. Am Wochenende waren ein paar ganz eingefleischte Königsfans schon ganz in Orange gekleidet unterwegs. Aber da sehen wir schon ein bisschen so den Unterschied zum Beispiel auch zum englischen Königshaus, wo ja alles sehr korrekt, sehr steif, auch manchmal bei den Untertanen abläuft. In Holland ist das wirklich ganz anders. Das bestätigt uns auch ein Österreicher, der die Königsfamilie seit Jahren kennt, der Generalkonsul. Es ist ein, ich würde sagen, eine hautnahe Monarchie. Es ist nicht eine Monarchie, die einen großen Abstand hegt. Und das, würde ich meinen, ist sehr positiv für die Niederlande selber, aber auch für die Niederländer. Ich denke auch, das ist genau die Monarchie, die zu ihnen passt. Und dementsprechend wird das alles hier natürlich zum Volksfest. Heute Abend noch nicht so ganz, wenn die abdankende Königin Beatrix ins Rijksmuseum hier in Amsterdam einlädt. Da sind dann nur ungefähr 200 Gäste geladen. In einer Königsfamilie sozusagen die engste Verwandtschaft. Richtiges Volksfest wird es dann morgen, wenn die ganze Stadt feiert. Ja, aber der Willem Alexander, der ist ja jetzt bis jetzt nicht wirklich aufgefallen, Flo. Ja? Also in den Schlagzeilen war er nicht wirklich. Mögen die Holländer ihn jetzt eigentlich? Ist er beliebt oder eigentlich nicht so? Es gibt hier in Amsterdam den Spruch, sei normal, dann bist du schon verrückt genug. Und das trifft so ein bisschen auch auf Willem Alexander zu. Der ist einer aus dem Volk. Der hat in seiner Jugend gern einmal einen über den Durst getrunken, wurde dann auch Prinz Pilz genannt. Er ist nicht voll durchtrainiert, sondern ein bisschen brummelig. Also wirklich einer aus dem Volk. Und das lieben die Niederländer auch so an ihm, bestätigt uns auch der Generalkonsul. Er ist eben ein junger Mensch, es ist seine nächste Generation und jede Generation wird seine eigenen Schwerpunkte haben. An und für sich wird die Monarchie dadurch nicht etwas anderes werden. Ein Unterschied zwischen Königin Beatrix und dem künftigen König steht aber schon fest. Beatrix hat immer großen Wert auf die Anrede Majestät gelegt. Wenn Willem Alexander morgen zum König gekrönt wird, dann steht ihm diese Anrede natürlich auch zu. Er hat aber schon wissen lassen, ihm ist komplett wurscht, wie ihn die Leute nennen. Ah ja. Vielen Dank, Florian. Genieß Amsterdam noch. Ich bin gespannt, ob der Florian morgen vielleicht auch in einem orangen Sakko oder orangen Pullover zu uns sprechen wird. Oder mit einer Krone. Oranje Krone?